Deutsches Diabeteszentrum Düsseldorf. Hier wird Grundlagenforschung zu Diabetes gemacht. Diabetes betrifft immer mehr Menschen. Hatte in Deutschland vor 50 Jahren noch weniger als 1% der Bevölkerung Diabetes, so sind heute bereits über 8% zuckerkrank. 2030, so befürchtet man, werden es sogar doppelt so viele sein. Viele Menschen wissen oft sehr lange nicht, dass mit ihrem Stoffwechsel etwas nicht in Ordnung ist, warum sie zum Beispiel auf dem Hometrainer schneller ermüden. Sie ahnen nicht, dass ihre Blutzuckerwerte viel zu hoch sind, dass sie an Diabetes leiden und Gefahr laufen, eines Tages von gefährlichen Folgeerkrankungen betroffen zu sein. In Deutschland gibt es Hinweise epidemiologisch, dass 33%, also ein Drittel aller tödlichen Herzinfarkte durch den Diabetes bedingt ist, dass möglicherweise jeder zweite Schlaganfall durch den Diabetes bedingt ist und nach wie vor eine wichtige Komplikation, das diabetische Fußsyndrom, dazu führt, dass Menschen im Erwachsenenalter, ohne einen Unfall gehabt zu haben, amputiert werden müssen. Bei der Langzeitstudie hier in Düsseldorf werden Diabetiker über Jahre unter anderem auch auf eine reduzierte Sensibilität durch Nervenschäden getestet. Gut, das waren 3/8. Und misst gleich auch noch den rechten Arm. Mittels sogenannter Bioimpedanz prüft man mithilfe von kleinen Stromstößen, wie sich der Anteil von Wasser, Muskel und Fettmasse im Körper verteilt. So. Ah. Aha. Ja. Rund 10% aller Diabetiker leiden an einem Typ-1-Diabetes und müssen ihren Blutzucker das Leben lang von außen mit Insulin regulieren. Zum Beispiel mit einer Insulinpumpe, so wie diese Patientin. Der Typ-1-Diabetes ist gekennzeichnet durch einen absoluten Insulinmangel. Insulin ist das Hormon, das den Blutzucker reguliert, den Blutzucker senkt. Fehlt das Insulin, dann steigt der Blutzucker ungehemmt an. In der Folge müssen auch andere Reserven des Körpers verbraucht werden. Es werden Fette, Fettsäuren verbrannt und es kann zur Übersäuerung kommen. Und das ist lebensgefährlich. Ohne Insulin kann der Mensch nicht leben. Nach der Aufnahme, insbesondere von kohlenhydratreicher Nahrung, steigt die Glucose im Blut, der Blutzucker im Körper an. Damit Blutzucker als Kraftstoff in den Zellen verwertet werden kann, braucht er Insulin. Insulin wird von den sogenannten Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse gebildet und ermöglicht, einem Schlüssel gleich, dass die Glucose in die Zellen eindringen kann. Fehlt das Insulin, so kann der Blutzucker nicht mehr in die Zellen gelangen und richtet, im Überfluss vorhanden, im Körper Schaden an. Dies ist auch bei Typ-2-Diabetikern so. 90% aller Diabetiker werden diesem Typus, früher auch als Altersdiabetes bezeichnet, zugeordnet. Er kommt schleichend, betrifft immer mehr auch junge Menschen und kann meist über lange Zeit ohne Insulinzufuhr von außen behandelt werden. Der Typ-2-Diabetes benötigt Insulin erst relativ spät und hier besteht kein absoluter Insulinmangel. Das Insulin wirkt allerdings schlechter. Man nennt das Insulinresistenz oder gestörte Insulinwirkung. Die betrifft die Leber, die betrifft die Muskulatur und hängt damit zusammen, dass beim Typ-2-Diabetes viele Menschen vermehrtes Übergewicht haben und die Fettmasse benötigt mehr Insulin. Es wird immer mehr Insulin produziert, aber es wirkt trotzdem nicht gut genug. Warum bei gewissen Menschen das körpereigene Insulin nicht gut genug wirkt oder bei anderen, dem Typ 1, der Körper nicht genug Insulin produziert, weiß man bis heute im Detail nicht. Man hofft, zum Beispiel mit Messungen zum Energieverbrauch unter der Atemhaube, mehr über die vielfältigen Mechanismen zu erfahren, die zu Diabetes führen. Insbesondere interessiert dabei die Wechselwirkung von genetischen und Umweltfaktoren, die auch zu schweren Störungen an den Nieren führen können. Blinkende Licht schauen. Die Schädigung der Netzhaut gehört zu den häufigsten Komplikationen der Zuckererkrankung. Und jetzt noch mal ganz weit aufmachen das Auge. Hohe Blutzuckerwerte führen mit der Zeit zu biochemischen und zellbiologischen Veränderungen an der Netzhaut. Das kann bis zum Erblinden führen. Starkes Übergewicht birgt zahlreiche Gesundheitsrisiken und ist entscheidend an der Entstehung des Typ-2-Diabetes beteiligt. Im Durchschnitt dauert es heute 7 Jahre, bis ein Typ-2-Diabetes entdeckt wird. Die Langzeitstudie, so hofft man am Deutschen Diabeteszentrum, wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, um Risikopatienten früher zu entdecken und differenzierter therapieren zu können.
Möglicherweise ist der Typ-2-Diabetes keine einheitliche Erkrankung, sondern ein Mischbild aus verschiedensten Defekten, die letztlich irgendwann zu erhöhtem Blutzucker führen. Und das herauszufinden, individuelle Ursachen und letztlich auch individuelles Ansprechen auf Prävention, Vorsorge oder auf Therapie, ist das, was die meisten modernen Forschungsinstitutionen, die sich mit Diabetes befassen, heute zu ihrem Ziel gesetzt haben. Moderne Untersuchungstechniken helfen, die Zusammenhänge von Typ-2-Diabetes und Übergewicht besser zu verstehen. Mittels Magnetresonanztomographie kann man zum Beispiel die Körperfettmasse genau analysieren. Der Energieverbrauch und die Fähigkeit, Fett zu speichern, sind individuell sehr verschieden. Besonderes Augenmerk gilt dem Bauchfett, das eine besonders negative Rolle in Bezug auf die Insulinproduktion spielt und sich in der Regel über lange Jahre ansetzt. Es ist ja so, dass man nicht morgens aufwacht und denkt, ach, jetzt bin ich aber adipös oder übergewichtig, sondern die Gewichtseinstellung geht ja über Jahre und Jahrzehnte. Und der Unterschied zwischen jemandem, der ein starkes Übergewicht hat und jemand, der normalgewichtig hat, ist pro Tag nur ein winziger Beitrag, vielleicht ein Kartoffelchip, energieäquivalent gesehen. Und diese kleinen Unterschiede machen es letztendlich aus, dass man über einen langen Zeitraum dann Fehlgewicht entwickelt oder nicht. Allerdings spielen nicht nur die kleinen Unterschiede im Lebensstil, sondern auch genetische Komponenten eine entscheidende Rolle. Studien an Mäusen lassen vermuten, dass auch bei Menschen zwischen 50% und 70% genetische Faktoren für das Übergewicht verantwortlich sind. Die Familiengeschichte spielt eine wichtige Rolle, ob man stark an Gewicht zulegt und damit eine größere Gefahr läuft, an Diabetes zu erkranken oder eben nicht. Bei Mäusen ist es so, ebenso wie bei Menschen, dass es Mausstämme gibt, die haben die Neigung, an Gewicht zuzunehmen, wenn man ihnen eine kalorienreiche Ernährung ermöglicht. Und es gibt Mausstämme, die bleiben schlank, egal was man ihnen zu futtern gibt. Und das ist auch bei Menschen so, dass es eben Menschen gibt, die nicht zum Übergewicht neigen und so viel essen können, wie sie wollen. So sieht es jedenfalls aus für die meisten. Diese genetischen Faktoren untersuchen wir in Mausexperimenten, indem wir die Mäuse miteinander kreuzen und uns die Nachkommen dieser Mäuse anschauen, ob sie tatsächlich die Veranlagung vererbt bekommen haben oder nicht. Und die können wir dann molekular untersuchen und letztendlich identifizieren, welche Faktoren das sind. Bis heute hat man sowohl für Übergewicht wie auch für Diabetes bereits eine Reihe von Risikofaktoren identifizieren können. Deshalb aber anzunehmen, dass es in Zukunft einmal eine bequeme Schlankheitspille geben wird, die dann auch noch vor Diabetes schützt, wäre aber verfehlt. Das Wechselspiel ist viel komplexer, als man ursprünglich einmal angenommen hat. Man kennt mittlerweile mehr als 30 Risikovarianten, jeweils für Typ-2-Diabetes oder Adipositas. Und das hat bis vor einiger Zeit überhaupt niemand geglaubt, dass es so viele verschiedene Varianten gibt. Daran sieht man, dass der Regelkreis außerordentlich kompliziert ist. Man sieht aber auch, dass es viele Komponenten mit kleinen Beiträgen gibt, die letztendlich das Risiko erhöhen oder vermindern. Und daraus lässt sich ableiten, dass es vermutlich nicht eine einzige Pille gibt, die letztendlich mit diesen Krankheiten aufräumt, weil die Ursache natürlich vielschichtig ist. Am Stoffwechselzentrum der Klinik Hirslanden in Zürich ist man immer häufiger mit Diabetes konfrontiert. Insbesondere Fälle, bei denen Übergewichtsprobleme zu lösen sind, haben sprunghaft zugenommen. Zwei Drittel unserer Patienten sind vom Typ-2-Diabetes Betroffene. Die Anzahl der Patienten steigt allerdings sowohl beim Typ-1-Diabetes als auch beim Typ-2-Diabetes. Aber natürlich diese Epidemie des Diabetes, von der man auch spricht, haben wir beim Typ-2-Diabetes sehr viel stärker. Andrea Seid hat seit 5 Jahren einen Typ-2-Diabetes. In den letzten 4 Monaten hat sie 10 Kilogramm abgenommen. Lange hat sie mit Gewichtsproblemen gekämpft. Der Stoffwechsel von Diabetikern neigt dazu, das Gewicht nach oben zu treiben. Die Betroffenen werden immer schwerer und die Blutzuckerwerte immer schlechter. Mit einer neuen Gruppe von Medikamenten, sogenannten Inkretinen, kann man jetzt diesem Teufelskreis entkommen. Andrea Seid fühlt sich erst noch besser.
Ich bin viel, viel leistungsfähiger, viel weniger müde. Ich habe keine Entgleisungen mehr, weder unten nach unten oder nach oben. Also das hat sich schon sehr, sehr dramatisch verändert, ja, zum Positiven. Im Vergleich zu traditionellen Medikamenten, mit welchen man zum Teil schon jahrzehntelange Erfahrung hat, fehlt diese bei den neuen Substanzen, die täglich zu spritzen sind. Unsere Erfahrungen sind sowohl in Bezug auf die Blutzuckersenkung gut, dort sind sie eigentlich gleich gut wie andere etablierte medikamentöse Therapien vom Langzeitergebnis. Sie sind auch gut in Bezug auf den gewichtsstabilisierenden oder senkenden Effekt. Allerdings muss man zu bedenken geben, dass es keine Langzeitdaten gibt für die Anwendung dieser Medikamente, dass wir also nicht sagen können, ob sie gleich sicher sind über lange Zeit wie die etablierten Therapien. Bei Corinne Riechener wurde 1995 ein Typ-2-Diabetes diagnostiziert. Seither muss sie täglich Insulin spritzen. Damals wog sie 100 Kilogramm und hat fortlaufend zugenommen bis auf 160 Kilogramm. In den letzten 2 Jahren hat sie stetig abgenommen und wiegt heute gerade noch die Hälfte. Ihr früherer Zustand war schrecklich. Vor 2 Jahren hat sich Corinne Riechener einer Magenbypass-Operation unterzogen. Sie ist dabei zwar nicht, wie ein Großteil der Patienten, insulinfrei geworden, aber die Operation hat ihr neue Wege eröffnet. Es sind 60 cm weniger. Wenn man wirklich in der Situation ist, dass jemand über Jahre zu einem schwersten Übergewicht gekommen ist, wo die Fettmasse absolut so groß ist, dass sie keine Chance haben, das mit konservativen Möglichkeiten drastisch zu reduzieren, dann kann die Bypasschirurgie ein Ausweg sein, den Leuten die Möglichkeit zu eröffnen, dass ihre eigenen Maßnahmen, nämlich sich zu bewegen und sich richtig zu ernähren, dann auch wieder Wirkung zeigen. Blutzuckerwerte sind das zentrale Thema bei jeder Diabetesbehandlung. Starke Entgleisungen nach oben und unten sind sehr gefährlich. Das gilt auch für Manuel Kiefer, bei dem vor 3 Jahren Diabetes diagnostiziert wurde. Seither muss er Insulin spritzen und versucht, den heiklen Balanceakt von Blutzuckerwert und zu spritzender Insulinmenge in den Griff zu bekommen. Bei längerer Krankheitsdauer oder auch bei sehr vielen schlanken Typ-2-Diabetikern ist genauso wie beim Typ-1-Diabetes heute eine differenzierte Insulintherapie eigentlich die Therapie der Wahl. Die kann optimal an verschiedene Lebenssituationen angepasst werden und man versucht eine möglichst normale Blutzuckereinstellung. Dazu muss täglich mehrmals der Blutzucker gemessen werden. Die neuesten Geräte liefern gleich noch das Tagebuch dazu. Will man noch genauere Daten, so kann man einen Katheter im Unterhautfettgewebe anbringen, der Daten zum Blutzucker über bis zu 5 Tagen kontinuierlich aufzeichnet. Solche Geräte werden bis heute aus Kostengründen allerdings noch sehr selten eingesetzt. Man braucht sie vor allem am Anfang einer Therapie, um möglichst schnell zu einer guten Dosierung zu kommen. Die Insulintherapie ist heute sehr flexibel in der Anwendung geworden. Insulinpens mit kurzen und sehr fein geschliffenen Nadeln sind sehr einfach zu handhaben. Bei den Insulinpumpen ist die Technik wesentlich ausgereifter geworden. Natürlich ist der Traum der Betroffenen oder der Diabetologen sind sogenannte Closed-Loop-Systeme mit einer kontinuierlichen Blutzuckermessung und auch einer kontinuierlichen Insulinzufuhr und idealerweise kommunizieren diese Systeme noch miteinander oder sind intelligent verknüpft. Eine völlige Unabhängigkeit von der Steuerung durch den Patienten selber wird es nie geben, da sie ja die jeweiligen Lebensgewohnheiten berücksichtigen müssen, da auch keine Insulinpumpe wissen kann, was sie essen möchten bei der nächsten Mahlzeit oder in welcher Form sie sich bewegen möchten. Kleine, direkt auf der Haut getragene 3-Tages-Insulinpumpen werden immer beliebter. Sie sind schlauchlos und ermöglichen ferngesteuert die Abgabe der gewünschten Menge Insulin per Knopfdruck. Wie ganz generell in der Medizin wird die Telemedizin auch bei Diabetes immer wichtiger. Guten Morgen, Miteinander. Francesco Bitonti ist selber Diabetiker.
Er hat vor einem Jahr Mibetes gegründet und ist dabei, eine neue Diabetes-Plattform zu entwickeln und ins Netz zu bringen, zusammen mit Geschäftspartner Basil Honecker und 4 Mitarbeitern. Im Vordergrund stehen dabei die Messwertdokumentation, der Austausch mit anderen Diabetikern sowie eine Expertenbetreuung. Die Plattform soll helfen, das Leben von Diabetikern zu vereinfachen und es ihnen auch ermöglichen, aktiv an der eigenen Therapie mitzuwirken. Neu an Mibetes ist vor allem das sogenannte Arztmodul, mit dem die Ärzte ihre Patienten im Auge behalten und im Notfall kontaktieren können. Diabetiker brauchen immer wieder Rat, darum ist auch eine Schulung sehr wichtig. Unsere Meinung ist, dass die Patientenschulung und auch die Übernahme der Eigenverantwortung durch den Patienten zu den wichtigsten Dingen in der Diabetestherapie überhaupt gehört. Unsere Erfahrung ist auch, dass man gerade in Gruppenkursen profitiert, vom Austausch mit anderen Betroffenen und nicht nur von den Weisungen oder Hilfestellungen, die der Arzt gibt. Aber selbstverständlich funktioniert eine Diabetes-Schulung bei einer Diabetes-Fachberaterin oder Ernährungsberaterin sowohl einzeln als auch im Gruppensetting. Das ist eine Frage der individuellen Bedürfnisse. Sehr wichtig, insbesondere für Typ-2-Diabetiker, ist die Bewegung. Sport hilft, das Gewicht zu reduzieren und sorgt für einen verbesserten Stoffwechsel. Auf dem Golfplatz in Bubikon hat sich eine Gruppe Diabetiker zusammengefunden, die ab und zu auch mit der Physiotherapeutin Nicole Steinmann unterwegs ist. Es spricht eigentlich dafür, dass man sich mit sehr viel Motivation bewegt. Das heißt einfach spielerisch, auf eine spielerische Art, bewegt man sich 2 bis 4 Stunden über den Golfplatz. Man vergisst eigentlich, dass man etwas für die Gesundheit tut und rennt dem weißen Ball hinterher und bewegt sich. 30 Minuten körperliche Aktivität pro Tag würden eigentlich schon genügen. Aber die Herren sind weit länger und häufiger als notwendig auf dem Platz anzutreffen. Natürlich auch, um sich im Putten zu verbessern. Medlake Training in Küsnacht bei Zürich. Auch der Besuch von Fitnesszentren wird heute für Diabetiker empfohlen. Auch hier betreut die Physiotherapeutin Nicole Steinmann Diabetiker und hilft ihnen, Kilos zu verlieren. Ein Cross-Trainer zum Beispiel hat einen größeren Effekt auf den Körper, weil man zusätzlich zu den Beinen noch die Arme bewegt und der Grundumsatz eigentlich gesteigert wird. Vergleicht man das mit einem Home-Trainer, wo nur die Beinmuskulatur auf einem Fahrrad, wird dies natürlich weniger beansprucht. Ausdauertraining fördert die Aufnahme von Blutzucker in der Muskulatur. Schon eine geringe Gewichtsreduktion kann sich entscheidend positiv auf die Blutzuckerwerte und Insulinproduktion im Körper von Typ-2-Diabetikern auswirken. Bei allen Aktivitäten sollte der Spaßfaktor nicht vergessen gehen. Ups, sehr gut. Wenn man davon ausgeht, dass ein übergewichtiger Diabetiker sich vielleicht nicht so gerne schweißtreibend durch den Wald bewegt, sondern dass er auf einer Maschine sitzen kann und mit moderatem Krafttraining seine Muskelmasse erhöhen kann, macht das natürlich auch für den Diabetiker mehr Spaß und mehr Sinn, diese Leistung über die Geräte zu erreichen. Krafttraining war bei Diabetes aufgrund früherer Lehrmeinung für lange Zeit verpönt. Heute wird es aufgrund von Erkenntnissen aus neueren Studien jedem Diabetiker wärmstens empfohlen. Mindestens genauso wichtig ist jedoch die richtige Ernährung. Nathalie Zumbrunn hat mehrere Diabetes-Kochbücher verfasst und ist Leiterin des Kompetenzzentrums für Ernährungspsychologie in Zürich. In der Ernährungsberatung von Diabetikern geht es in erster Linie um die Kohlenhydrate, die zum Beispiel in Bananen sehr zahlreich vorhanden sind. Daneben geht es aber auch um den Fettanteil, weil ja Typ-2-Diabetiker oft auch abnehmen wollen. Die Ernährung entscheidet ganz maßgeblich über den Behandlungserfolg. Was darf man essen und was nicht? Und wie viel davon? Hat es im Safran Kohlenhydrate? Wie viel Reis pro Tag liegt drin? Darf man einen alkoholischen Aperitif zu sich nehmen und dann trotzdem noch etwas essen? Dies sind Fragen, welche in den Diabetes-Kochkursen häufig gestellt werden. Wer als Diabetiker das Falsche isst, begibt sich in Gefahr.
Wenn ein Diabetiker Kohlenhydrate isst, geht sein Blutzucker nach oben. Das ist bei einem Nicht-Diabetiker ebenfalls der Fall. Als Nicht-Diabetiker produziert man dann einen Spritz Insulin und das wird ausgeglichen. Beim Diabetiker kann das aus dem Gleichgewicht kommen. Also wenn er zu viel Kohlenhydrate für seinen Körper isst, kann der Blutzucker nach dem Essen ganz stark emporschnellen und der Blutzucker ist dann sehr hoch. Und ein hoher Blutzucker geht einher mit Schäden, die im Körper entstehen. Das sind die Spätkomplikationen des Diabetikers, die niemand will. Die meisten Kochkurse sind Teil eines Kurspakets. In 6 bis 12 Treffen befasst man sich, über mehrere Monate verteilt, auch mit Diabetesmanagement und Bewegungsfragen. Die Kursteilnehmer, alles Typ-2-Diabetiker, waren aufgerufen, ihren Lebensstil zu ändern und abzunehmen. Das ist fast allen bis jetzt gelungen. 10 Kilo, die spürt man. Wie viel denn? 6 Kilo, circa. Zurückgefahren. Mit der Menge zurückgefahren. Nur so. Süßigkeiten, das kann ich auch ganz gut. Habe ich auch im Griff. Aber sind, bei mir ist immer die Lust. Manchmal kommt halt eine Pizza die Quere. Und das ist das Problem. Die Lebensstiländerung fällt oft nicht leicht. Sie zeigt aber häufig erstaunlich schnell die gewünschte Wirkung auf den Diabetes. Ich musste vom Arzt aus 3 Tabletten nehmen, morgen, Mittag und Abend. Und seit ich in dem Kurs bin, habe ich vom Januar von mir aus gedacht, ja, der Blutzucker ist so gut, baue ihn ab. Und im Februar ging ich zum Arzt und habe dem Arzt das gesagt. Und er hat mir den Langzeitzucker gemessen und gesagt, es ist so okay, wir bauen noch einmal eine Tablette ab. Also sprich, ich brauche jetzt noch eine Tablette. Diabetiker müssen bei jeder Mahlzeit berechnen, wie viele Kohlenhydrate sie zu sich nehmen. 10 Gramm Kohlenhydrate entsprechen einem Kohlenhydratwert oder einer Broteinheit, respektive 3 Würfelzuckern. Ein Teller Spaghetti Bolognese hat stolze 8 Broteinheiten. Eine Portion Fruchtjoghurt hat 3. Fruchtjoghurt Light und Natur je eine Broteinheit. Genau gleich viel wie 2 Salatgurken. Eine kleine Pizza Margherita hat 6 Broteinheiten. Dazu kommt eine gehörige Portion Fett. Es kommt aber nicht nur darauf an, wie viele Kohlenhydrate man isst, sondern auch welche Art. Es geht um den glykämischen Index. Der glykämische Index ist ein Maß über die Qualität der Kohlenhydrate und sagt etwas aus, wie schnell ein Kohlenhydrat ins Blut strömt, also vom Darm ins Blut strömt. Und somit sagt er auch etwas aus, wie schnell der Blutzucker nach dem Essen beeinflusst wird. Also ist der Blutzucker nach dem Essen flach, eine flache Blutzucker, das möchten wir gerne, oder steigt er steil empor und entflieht quasi gegen oben, das möchten wir nicht. Verlangsamen kann man einen hohen glykämischen Index mit Fett oder zum Beispiel auch durch Verbindung mit eiweißreicher Nahrung. Heute haben die Kursteilnehmer ein dreigängiges Menü zubereitet. Bestehend aus einem Salatbouquet mit Sellerie-Tartar und Birnengarnitur, gefolgt von Involtini mit Risotto und Spinat. Und als Dessert wird ein Kardamom-Joghurt mit Ananas serviert. Das ganze Menü enthält jetzt nur 30, 35 Gramm Kohlenhydrate, was eigentlich sehr wenig ist, aber wir haben jetzt einen Dreigänger draus gemacht. 30, 35 Gramm Kohlenhydrate sind circa 3, 3,5 Einheiten, Broteinheiten, Kohlenhydrateinheiten. Das ist gerade einmal so viel wie eine große Banane oder 180 Gramm Fruchtjoghurt. In Dübendorf bei Zürich ist Pina Käser zu Hause. Sie hat seit ihrer Kindheit Typ-1-Diabetes. Anfänglich wollte sie einfach möglichst nichts mit ihrer Krankheit zu tun haben. Meine Mutter zu Hause hat immer alles abgewogen. Ich kam aus dem Haus, war beim nächsten Kiosk und hatte mir Süßes gekauft, weil ich sein wollte wie meine Schulkameraden und auch Süßes mitessen. Und durch das habe ich manchmal einen sehr hohen Blutzucker gehabt. Hat mich auch nicht sonderlich interessiert. Ich habe einfach gespritzt, bis er wieder unten war. Und ich lag auch schon im diabetischen
Koma, weil der Blutzucker zu hoch war, einfach weil ich nicht sehr gut geschaut habe. Aber ich dachte, ich bin jung, ich genieße das Leben, wie es sich mir bietet und habe nicht an die Konsequenzen gedacht. Inzwischen ist Pinakese geläutert. Folgeschäden von Diabetes haben sich bemerkbar gemacht. Den Blutzucker muss sie zwar heute immer noch messen, aber es geht ihr wieder besser und sie muss nach mehreren Transplantationen heute kein Insulin mehr spritzen und auch weniger Medikamente nehmen. Ich hatte dann Netzhautprobleme und das ist eine Spätfolge vom Diabetes. Ich habe nicht mehr sehr gut gesehen. Viel später kamen dann Nierenprobleme und das führte bis zum Nierenversagen. Ich musste dann 7 Jahre an die Dialyse und habe vor 10 Jahren, jetzt im Oktober sind es 10 Jahre, eine neue Niere bekommen. Und ja, mit der Niere Inselzellen. Ich habe mehrere Male Inselzellen bekommen. Ich bin jetzt seit 3 Jahren insulinfrei. Inselzellen werden nur sehr selten transplantiert. Es fehlt an Spendern. Roger Lehmann ist der Inselzellenspezialist am Universitätsspital Zürich. Mit den Blutzuckerwerten von Pinakese ist er sehr zufrieden. Durch den Tag sieht es eigentlich sehr gut aus. Mit einem ist auch 11 hoch. Seit der letzten Transplantation arbeiten bei Pinakese die Beta-Zellen, die in den Inselzellen sitzen, endlich so, wie man sich das gewünscht hat. Das ist gut, ja. Bei der Inseltransplantation ersetzt man biologisch die Beta-Zellen. Die Beta-Zellen messen Zucker, produzieren Insulin, nur immer so viel, wie notwendig ist, um einen normalen Blutzucker zu erhalten. Wenn man das Insulin künstlich zuführt, zum Beispiel mit einer Spritze, hat man einmal zu viel, einmal zu wenig Insulin und Überzuckerungen und schwere Unterzuckerungen können die Folge sein. Die Risiken sind, wenn man diese Zellen ersetzt, ist fremdes Gewebe, muss man das Immunsystem unterdrücken. Das heißt, man nimmt täglich Medikamente ein, die das Immunsystem unterdrücken. Die Nebenwirkung können schwere Infektionen sein oder andere Komplikationen, die durch diese Unterdrückung des eigenen Immunsystems verursacht werden. Hier in diesem Labor am Universitätsspital Zürich werden die Inselzellen aufbereitet. Sie sind in der gelben Masse auf der Bauchspeicheldrüse zu finden und müssen für die Transplantation isoliert werden. Je mehr dieser Inseln transplantiert werden können, umso besser die Erfolgsrate. Und bei Organspendern, wo man sehr viele dieser Inseln isolieren kann, ist im Allgemeinen der Erfolg wesentlich größer. Leider ist es bis heute noch nicht gelungen, Inselzellen im Labor zu vermehren. Typ-1-Diabetiker müssten dann nicht mehr zur Spritze greifen und Typ-2-Diabetiker könnten allenfalls sogar ganz von Diabetes geheilt werden. Das wurde schon sehr, sehr lange probiert. Die Inseln regenerieren sich sehr langsam. Im erwachsenen Körper nimmt man an, dass sie vielleicht 2-3% dieser Zellen pro Jahr regenerieren. Und dieser langsame Wachstumsprozess ist der Grund, eben, dass man diese Insel nicht beliebig züchten kann, eben, dass man die innerhalb weniger Tage verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen kann. Und das ist der Grund, dass bisher noch nicht gelungen ist, aus einzelnen Zellen oder einzelnen Inseln neue Inseln zu produzieren. Bis zu dem Tag, an dem es einmal genügend Inselzellen geben wird, gilt die Devise Übergewicht vermeiden. Gesunde Ernährung und möglichst viel Bewegung sind die besten Garanten, zumindest um einen Typ-2-Diabetes zu vermeiden.